In diesem Video möchte ich euch mitnehmen durch meine realistische Morgenroutine, nicht durch meine perfekte, ideale Morgenroutine, sondern durch verschiedene Morgende im Vlog-Style, sei es zu meiner Frühschicht im Café, am Wochenende beim Brunch oder einem ganz normalen Tag, wenn ich zu Hause arbeite. Bei mir sieht jeder Morgen irgendwie ein bisschen gleich, aber irgendwie auch ein bisschen unterschiedlich aus, je nachdem, was für den Tag ansteht. Manchmal bin ich zu einer Yoga-Class eingetragen, manchmal muss ich um 7 Uhr schon bei der Arbeit sein. An anderen Tagen komme ich irgendwie gar nicht aus dem Klick und dümple den halben Morgen gefühlt nur rum. Also hier ist ein kleiner realistischer Einblick in meine Morgende. Ein ganz normaler Morgen, an dem ich morgens keine Termine oder keine Frühschicht oder Yoga-Class habe, startet bei mir meist so gegen 7.30 Uhr, dann stehe ich auf. Dann ziehe ich mir als allererstes meinen kuscheligen Bademantel an, bevor ich überhaupt aus dem warmen Bettchen steige, weil es morgens in meinem Schlafzimmer immer so kalt ist. Und dann schüttle ich mein Bett ein bisschen auf und starte in den Tag. Ich muss zugeben, ich mag es ganz gerne nach dem Aufstehen so ein paar leichte Aufräumarbeiten in meiner Wohnung zu machen. Ich räume Klamotten weg oder stelle Sachen vom Abend vorher weg, lüfte. So wache ich irgendwie erstmal so richtig auf und habe Zeit, ganz entspannt in den Tag zu starten. An dem Morgen habe ich beim Zähneputzen meine To-Do-Liste für den Tag gelesen, um mir einen Überblick zu schaffen, was die Woche und die Tage ansteht. Das ist meine Skincare-Routine. Super simpel und die verwende ich wirklich jeden Tag. Eine Reinigung, eine Creme von meiner Hautärztin und eine Sonnencreme. Und dann mache ich mir immer als allererstes einen Tee, um mich von innen zu wärmen und setze mich dann meistens an den Schreibtisch, um mir irgendwie Notizen zu machen von Gedanken, die ich hatte. Hier habe ich ein paar Videoideen aufgeschrieben, die mir beim Zähneputzen gekommen sind und starte so erstmal ein bisschen ruhig in den Tag und plane, was ich heute so machen will. Und das sieht immer sehr unterschiedlich aus. Manchmal schneide ich Videos, manchmal filme ich Videos. Vor allem aber mache ich mir als allererstes ein Frühstück, was mich stärkt. An dem Morgen habe ich mir Porridge gemacht. Im Winter habe ich wieder ziemlich Lust auf Porridge, obwohl ich trotzdem auch meistens noch eine Scheibe Brot danach essen will. Deswegen mache ich mir meistens ein kleines Porridge und dann noch irgendwas Herzhaftes danach. Und mein Porridge mache ich immer mit Banane und Tiefkühlhimbeeren oder mit Birne und Banane. Darauf gebe ich dann noch ein bisschen Skyr. Und ich hatte auch noch ein paar Weintrauben, Banane und so gefriergetrocknete Heidelbeeren, Nüsse, Nussmus und so habe ich ein leckeres, wärmendes, winterliches Frühstück. So langsam wird es draußen immer kahler. Also ich meine, manche Bäume sind irgendwie noch voll grün, aber der Kirschbaum hier vorne hat schon sehr, sehr viele Blätter verloren, die hier alle auf dem Boden liegen. Das sieht so hübsch aus. Und mit meinem ersten morgendlichen Kaffee startet dann mein Arbeitstag und mein Tag generell so richtig. Der leitet irgendwie immer dann ein, dass ich mich entweder an den Laptop setze oder an mein iPad und Sachen arbeite, was auch immer an diesem Tag zu tun ist, mit meinem ersten Kaffee des Tages. Meine Morgende, wenn ich Frühschicht im Café habe, starten immer um einiges früher. Unter der Woche müssen wir nämlich schon um 7 Uhr bei der Arbeit sein, deswegen stehe ich dann um 5.50 Uhr auf. Am Wochenende beginnt die Schicht aber erst um 8, deswegen kann ich da dann bis kurz vor 7 ausschlafen, was dann sich schon richtig wie Ausschlafen anfühlt bei so Frühschichttagen. Ich muss aber sagen, die Frühschichten gefallen mir trotzdem um einiges besser als die abendlichen Schichten, weil ich doch lieber einen entspannten Abend habe und dafür früher aufstehe. Ich habe jetzt sonntags Frühschicht, aber immerhin beginnt die Frühschicht erst um 8 und nicht wie in der Unterwoche um 7, weil wir am Wochenende erst um 9 aufmachen. Deswegen mache ich mich jetzt fertig und laufe tatsächlich mal im Hellen zur Arbeit, weil die Sonne ja jetzt schon viel früher aufgeht, weil Zeitumstellung war. Irgendwie ganz nice, weil ich eine Stunde länger schlafen konnte durch die Zeitumstellung in dieser Nacht. Ich habe heute auch nur eine ziemlich kurze Schicht von 8 bis 12. Irgendwie ein bisschen eigenartige Schicht, aber am Sonntag haben wir halt noch mehr verschiedene, auch kürzere Schichten zwischendurch. Und ich mache heute zum allerersten Mal den Laden auf, was mich ein bisschen nervös macht. Also ich mache halt die Eröffnung und dann bin ich noch anderthalb Stunden alleine und dann kommt noch jemand anderes. Aber ja, ich muss erstmal alles alleine hinkriegen und das ist das erste Mal generell, dass ich alleine arbeite und nicht mit jemandem zusammen, weil ich sonst immer die Einarbeitungsschichten hatte, wo man dann immer zu zweit war. Und ich bin gespannt, ob ich alles hinkriege, aber ich denke, ich habe das jetzt einige Male gesehen und ich hoffe,
Das wird, und ich hoffe vor allem, es wird jetzt nicht so früh so stressig, weil ja, ich ja wie gesagt alleine bin und alles selber machen muss, aber das wird schon. Vor allem wird mich das heute mal lehren, dass es okay ist, wenn Leute in der Schlange stehen und warten, weil wenn ich alleine bin, kann ich logischerweise nur entweder Bestellungen aufnehmen und kassieren oder gerade Kaffee machen. Das heißt, ich muss das dann halt immer so nacheinander machen. Und dann kann es natürlich auch sein, wenn zwei, drei Leute gleichzeitig kommen, dass sie dann mal kurz warten müssen. Und das ist auch okay. Es geht halt immer so schnell, wie es geht. Ich mache mir dann immer Frühstück zum Mitnehmen, weil wir im Café, wenn wir die Öffnungsschicht haben, haben wir circa eine Stunde Zeit, um den Laden zu eröffnen. Und dazwischen sind eigentlich immer noch mal kurze 10 Minuten, wo man sich kurz hinsetzen und frühstücken kann, bevor ich dann aufmache und die ersten Kundinnen kommen. Deswegen muss ich nicht schon so ultra früh essen, sondern mache das dann so 20 Minuten, 30 Minuten, nachdem ich schon ein bisschen die Kaffeemaschine hochgefahren habe und so weiter im Café und esse dann noch kurz was. Off to work. Und wisst ihr, was ich überlegt habe? Wenn jetzt Zeitumstellung war, hoffe ich mal nicht, dass alle Leute früher aufstehen und deswegen schon super früh ins Café gehen. Früher als sonst. Wenn ich dann alleine bin. Oh Mann, wish me luck. Ich habe einfach erstmal den Alarm ausgelöst, als ich rein bin. Aber das war nicht meine Schuld, weil eigentlich geht der Alarm aus, wenn man den Türcode betätigt. Und den habe ich betätigt, damit ich reinkomme. Aber dann bin ich reingekommen und dann hat es den Alarm ausgelöst. Keine Ahnung, der dafür zuständig war, konnte mir auch nicht erklären, warum. Aber ich habe es auf jeden Fall alles gelöst. Hat erst mit einer recht entspannten Schicht angefangen, aber wurde dann doch recht schnell auch ziemlich stressig, sodass ich die ganze Zeit zu tun hatte und war dann auch echt froh, als die zweite Person um 10.30 Uhr gekommen ist, um mir zu helfen, weil alles selber zu machen dauert dann doch recht lange und ja, man kommt nicht so ganz hinterher, beziehungsweise die Leute müssen halt länger warten. Ich habe natürlich wieder mein Latte Art geübt. Hier seht ihr mal ein Herz, was nicht so gut geworden ist. Und dann ein Flat White in einem Glas, wo das Herz ziemlich gut geworden ist. Ich weiß manchmal selber nicht, woran es liegt. Also manchmal sehe ich, dass die Milch irgendwie nicht so gut geschäumt ist. Aber manchmal klappt es einfach und manchmal nicht, obwohl ich gefühlt das Gleiche mache. Aber so ist das. Letztendlich musste ich einfach bis 13.30 Uhr statt 12 Uhr da bleiben, weil so viel los war, dass ich die anderen nicht alleine lassen konnte. Und irgendwann haben wir Verstärkung gerufen, damit ich endlich Schluss machen kann, weil echt so viel los war. Was in meiner Morgenroutine niemals fehlt und niemals fehlen darf, ist ein gutes Frühstück und ein guter Kaffee aus meinem wunderschönen Mutterlamio-Geschirr. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber ich muss sagen, so eine schöne Tasse lässt mir einfach das Herz aufgehen. Und ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich das benutze. Darf. Das ist Handmade in Portugal in den schönsten Farben und Farbverläufen. Wie wunderschön ist diese neue Tasse, die ich habe? Die Keramik von Mutelamio ist bei mir täglich im Einsatz, nachhaltig und fair produziert und bemalt in Portugal. Jedes der Stücke ist ein Unikat, weil sie handgemacht sind und sie sind robust und spülmaschinenfest. Und für eine gemütliche Vorweihnachtszeit gibt es von Mutelamio jetzt auch einen Adventskalender mit einigen exklusiven Produkten, wie zum Beispiel dieser schönen Espresso-Duftkerze mit Piniengeruch. Es gibt zwei verschiedene Kalender, einen Classy und einen Premium mit einem Set für zwei Personen. Und ihr könnt auf beide Adventskalender mit meinem Code SPECIALPAULINE 5% on top auf deren momentan reduzierten Preis sparen. In einem der Türchen gibt es zum Beispiel auch einen Gutschein von Mutelamio für 20 bzw. 30 Euro und natürlich ganz viel ihrer schönen Keramik. Also schaut gerne mal unter dem Link in der Videobeschreibung vorbei und sichert euch einen der exklusiven Kalender mit meinem Rabattcode SPECIALPAULINE. Ich bin auf dem Weg zum Brunch mit Lilly verabredet. Natürlich bin ich nicht jedes Wochenende zum Brunchen verabredet, aber es kann schon mal vorkommen. Manchmal auch auf einen Kaffee und auf einen Bummel oder einen Spaziergang oder einen Morgen zum Stricken und Kaffee trinken, je nachdem. Oft machen wir auch zu Hause einfach selber Brunch, aber dieses Frühstück im Mint-Café war wirklich extrem, extrem lecker. Ich werde jetzt noch
trinke ich gerade und bearbeite die Podcast-Folge für morgen, damit das noch bereit ist. Und das ist dann eigentlich auch mein Vormittag, denn morgen wird lieber richtig schön. Und jetzt versuche ich noch ein bisschen produktiv zu sein und vor allem, weil ich morgen im Café arbeite, schon mal ein paar normalerweise Sonntagssachen vorzuarbeiten, die ich morgen dann nicht mache, wenn ich im Café bin. Sonntag ist nämlich immer so ein bisschen mein Tag, wo ich über meinen Kalender drüber gehe, meine neue To-Do-Liste für die Woche schreibe und generell so meine ganzen Listen update. Und das habe ich jetzt schon mal gemacht, damit ich dafür bereit bin für die neue Woche. Ich nehme jetzt gleich mit Vanessa eine neue Podcast-Folge auf. Ich freue mich mal richtig doll darauf, mit ihr zu quatschen. Wir nehmen jede Woche eine neue Folge auf. Die kommt dann immer Sonntag online bei Heart to Heart. Könnt ihr auf Spotify hören, Apple Podcast, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, mehr oder weniger. Also hört sehr, sehr gerne mal rein. Unsere Podcast-Folgen sind immer wie so kleine FaceTime-Calls zwischen uns. Wir updaten uns gegenseitig, erzählen, womit wir so zu tun hatten die letzte Woche, unsere Gedanken. Und irgendwie kommen wir immer von einem Thema zum anderen und es ist echt wie so ein richtig natürliches Gespräch. Manchmal fragen wir euch nach Advice-Fragen oder generell Fragen. Heute machen wir so einen Spilling the Dating Tea-Folge. Ja, also wir haben immer unterschiedliche Themen für die Girlies und hört gerne mal rein. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge Heart to Heart. Kurzer sonniger Spaziergang zum Paketshop, um ein Paket abzuholen, was gestern eigentlich hätte ankommen müssen bei mir und ich war auch da. Und dann hatte ich trotzdem einen Zettel im Briefkasten und ich weiß, wo das meine Klingel funktioniert. I don't know, was da passiert ist. Aber das hole ich jetzt auf jeden Fall ab und genieße kurz die Sonne und das schöne goldige Herbstwetter. Momentan ist es echt einfach nur ein Traum, dieses Wetter in Hamburg. Viel meiner Arbeitszeit verbringe ich einfach am iPad, Handy oder Laptop. Und ich muss zugeben, in letzter Zeit habe ich ein bisschen zu oft auf der Couch gearbeitet. Wahrscheinlich nicht so sehr gut für meine Haltung. Aber ja, ist irgendwie voll gemütlich, wenn man am Handy oder iPad irgendwie was zu tun hat. Am Laptop sitze ich dann doch meistens am Schreibtisch. Aber so verbringe ich viele meiner Vormittage und Nachmittage. Davon seht ihr immer recht wenig, weil ich es nicht so spannend finde, euch das zu zeigen und auch nicht so viel zu erzählen habe. Aber das gehört auch immer dazu. Good morning von mir und meinem Coffee und meiner neuen Tasse. Wie wunderschön ist diese Tasse. Ich glaube, das ist die schönste Tasse, die ich in meinem Leben gesehen habe. Schaut euch dieses Glossing an. Oh mein Gott. She's so gorgeous. Ich zeige euch heute meine Make-up-Routine, weil da einige nachgefragt hatten unter meinen New York-Videos, dass ich so ein schönes Herbst-Make-up habe. Und ich glaube auch im letzten Herbst-Vlog. Ja, auf jeden Fall wollte ich euch da mal ein paar Sachen zeigen, die ich gerne benutze, Farben und so weiter, damit es so ein bisschen herbstlich bronzy aussieht. Erstmal machen wir aber meine Haare auf und ich erzähle euch davon, wie obsessed ich momentan mit Gilmore Girls bin. Ich bin der Meinung, vor so 5 Tagen oder so angefangen und ich habe die erste Staffel fast komplett durch. Und man muss dazu sagen, die Staffeln haben so, oder zumindest die erste Staffel hat so 21 Folgen und die Folgen sind immer so 40, 45 Minuten lang. Also ich habe wirklich viel geschaut, aber das schaut sich auch weg wie nichts, muss ich sagen. Also 40 Minuten, das vergeht wie im Flug, weil man das auch so gut nebenbei gucken kann. Also es ist so eine Serie, die so richtig gut und recht einfach zum Folgen ist, sodass ich schaue die auch auf Englisch, man versteht die auch alle richtig gut. Also man kann da gut nebenbei noch was anderes machen und es ist so ein richtiger Comfort-Vibe. Also ich mag es sehr, sehr gerne. Mir wurde das ja schon so oft empfohlen, dass ich das unbedingt mal schauen soll. Aber ich war ja auch lange Zeit nicht so eine richtige Serienschauerin, weil ich halt alleine nie Serien geguckt habe. Allerdings, jetzt wo ich stricke, finde ich das toll. Irgendwie habe ich seit neuestem bei diesen Locken immer, irgendwas mache ich falsch, dass ich immer so eine Knicklocke dabei habe, die dann aber sonst so richtig gerade ist. So, was ist das? Ach, naja, egal. Alle Haare drüber. Das ist ein bisschen komisch. Was mache ich denn jetzt damit?
Super viele Leute hatten mir empfohlen, dass mir Gilmore Girls richtig gut gefallen würde, weil das so deren Comfort-Serie ist im Herbst, Winter. Und ich verstehe, warum. Ich muss aber sagen, dass ich am Anfang echt mich gefragt habe, ob es nicht irgendwie langweilig ist oder so bei den ersten zwei Folgen war ich auch noch so, ja, ist nett, aber ist jetzt nicht so wow, spannend und wow, ich will die ganze Zeit weiter gucken. Es ist eher so ein gemütliches Gefühl, was man nicht loswerden will und deswegen weiter gucken will, als dass jetzt es so ultra spannend ist. Zusätzlich verliebt man sich auch immer und immer mehr in die Charaktere und will dann wissen, wie deren Story weitergeht. Warum ist meine Stimme jetzt so komisch? Also ja, ich finde es auf jeden Fall ganz, ganz toll. Ich schaue es übrigens auf Netflix und ich bin sehr froh, dass es davon 7 Staffeln gibt und ich noch einiges vor mir habe zu schauen. Ich mein kleines Make-up-Kästchen oder naja, kleines ist es nicht. Aber ja, da habe ich alles, was ich gerne benutze. Ist natürlich nicht alles, was ich heute benutzen werde. Ich habe hier so Puder und Bronzer Blush. Hier noch diesen Stick, den habe ich euch auch schon mal gezeigt. Den mag ich auch sehr, sehr gerne. Aber ich finde, der ist eher von der Farbe so ein bisschen frühlingshaft sommerlich. Mein Benetint, den ich ja total gerne mag, weil das so ein richtig schöner kirschroter Ton für die Lippen und für die Wangen ist. Mascara, die ich immer benutze. Ich werde mich heute nicht mit Mascara schminken, weil ich zu faul bin. Aber das ist die Mascara, die ich gerne mag. Und ich schminke mich aber sehr selten mit Mascara, weil die halt wasserfest ist und dann ist immer so ein bisschen nervig zu entfernen. Ich mag diese Pinsel von Pure You richtig gerne. Genauso wie die Pure You Sticks. Da habe ich ja den Bronzing Stick, den ich total gerne mag. Der sieht auch schon so abgegrabbelt aus, Hilfe. Und achso, das ist die Farbe Coastlife. Und das ist der Highlighter Balm in der Farbe Champagne Duty. Mag ich auch sehr, sehr gerne. So eine kurze kleine Overview. Ich werde natürlich nicht heute alles davon benutzen. Schaue ich mit meinen Augenbrauen. Da benutze ich so einen ganz einfachen Essence. Buntstift sozusagen, also ein Essence-Augenbrauenstift. Vorher kenne ich die immer so einmal hoch. Ich habe da echt keine krasse Technik. Ich male die einfach nur aus und damit es halt natürlich aussieht, kämme ich die dann wieder mit so einem Spoolie aus, damit es halt so ein bisschen verwischter aussieht und nicht so nachgemalt. Das ist eigentlich einfach meine Technik. Dann als nächstes Concealer. Ich lasse meinen Concealer mal ein bisschen antrocknen, damit er an der Stelle bleibt, wo er hin soll und nicht so viel verwischt. Und entweder verblende ich das einfach mit meinen Fingern oder mit einem Pinsel, wenn ich keinen Bock habe, meine Finger so matschig zu machen. Puder von Kiko. Das mache ich auch einfach ein bisschen unter den Concealer an den Augen, damit er bleibt, wo er sein soll. Benutze ich in letzter Zeit immer meinen neuen Bronzer von Patrick Ta. Den habe ich mir in New York gekauft und ich mag den richtig gerne. Das ist die Farbe She's Bronzed. Aber weil es den in Deutschland nicht gibt, zeige ich euch heute mal mein Make-up mit dem, der ja mein All-Time-Favorite ist, der Pure You. Bronzing Stick. Den anderen, also ich mag beide richtig gerne, um echt zu sein, sind sie auch beide eine ähnliche Farbe. Also ich meine, was ist schon am Bronzer anders? Es ist gefühlt genau die gleiche Farbe. Das ignorieren wir jetzt. Ich wollte den unbedingt haben. Ich mache meinen Bronzer immer so ein bisschen höher im Gesicht. Also seht ihr, hier ist eigentlich so meine Cheekbone-Linie, aber ich setze den ein bisschen höher, damit er so meine Wangenknochen so gebronzt sind, als dass ich jetzt so krass Contour mache. Das ist so meine Technik, weil ich will das nicht so tief haben. Und dann mache ich hier noch so ein bisschen und manchmal mache ich hier so die Jawline. Aber das mache ich in letzter Zeit nicht wirklich, weil das eigentlich so immer die Area ist, so der Bereich, wo ich am meisten Pickel bekomme und das will ich nicht noch unterstützen, indem ich da Sachen drauf mache. Deswegen ja, vermeide ich das oft einfach. Dann benutze ich diesen Pure You Pinsel, um das zu verblenden. Das geht auch sehr gut, das zu verblenden mit den Fingern, weil das super cremig ist, aber ja, ich mache es auch gerne mit Pinsel. Das Coole an diesem Ding ist, dass man oben ein Cremeprodukt und unten ein Puder hat, deswegen mache ich jetzt noch ein bisschen was
von dem Puder, um das so zu setten. Also es ist halt so ein Bronzing-Puder. Auch sehr, sehr herbstlich ist dieses Refi-Produkt. Das ist der Cream Bronzer in der Farbe Onyx. Ich finde, für mich ist das aber eher so ein Blush, weil es so rötlich ist. Aber es ist halt schon sehr dunkel. Und am liebsten würde ich euch das jetzt auch noch zeigen, aber ich will euch auch das zeigen. Das finde ich ist aber auch, also damit mache ich dann so Brush und Bronzer in einem, weil es halt einerseits rötlich blushmäßig ist, aber auch so dunkel zum Bronzen. Wie gesagt, von Refi finde ich auch richtig herbstlich und schön. Und das mache ich dann auch einfach hier so auf die Wangenpartie. Ja, ich kann euch aber heute nicht alles zeigen. Warum habe ich überhaupt so viele Produkte? Ich weiß es nicht. Es macht mir einfach Spaß. Und es ist irgendwie ganz schön, wenn man mal ein bisschen Abwechslung hat, mal ein anderes Produkt. Aber braucht man natürlich eigentlich nicht. Weiter geht's mit diesem wunderschönen Blush. Ich finde, der ist herbstlich, frühlingshaft, sommerlich. Er ist einfach wunderschön. Das ist auch wieder von Patrick Ta. Die Farbe She's Blushing. Und tupft das so oben auf meine Wangenknochen. Mache ich auch sehr, sehr gerne auf meine Lider. So als, naja, Eyeshadow sozusagen. Und danach das Puder. Ist das zu viel? Geht, oder? Ist schon ein bisschen viel. Falls ihr euch fragt, was es mit diesen Wimpern auf sich hat, das sind meine echten Wimpern. Allerdings benutze ich ein Wimpernserum von Dr. Massinger Cosmetics, deren Wimpernserum. Und es funktioniert krass. Bei Blush und Bronzer habe ich gerne hier und da mal eine andere Farbe, aber ich finde, beim Highlighter geht nichts über diesen Pure You Highlighter, weil der ist so glowy golden. In Champagne Dew ist das der. Ich, brauche keinen anderen Highlighter. Ich finde den einfach traumhaft. Und dann auf meinem Lippenbogen, Nasenspitze, manchmal mache ich hier noch so den Rest hin. Ich mache hier gar nicht mal so viel, weil ich davon alleine glowe, wenn meine Haut so ein bisschen fettig ist. Weil ich keine Mascara drauf mache, mache ich manchmal ganz gerne wie so ein Mini-Wing. Wie mache ich das jetzt? Übrigens, ich mache nicht immer alles, wenn ich mich schminke. Ich mache, worauf ich Lust habe, wofür ich Zeit habe. Vor allem, wenn ich irgendwie ins Café zur Arbeit gehe, dann mache ich mir nicht die Mühe, mich irgendwie super viel zu schminken. Gleichzeitig schminke ich mich aber auch gerne. Also ja, deswegen mache ich es schon hin und wieder ganz gerne. Und jetzt kommen wir zum spaßigen Part oder zum allerspaßigsten Part, nämlich Lippen. Ich finde Lippenprodukte ist also was sehr Austauschbares, deswegen habe ich davon ein paar verschiedene. Ich mag zum Beispiel den Charlotte Tilbury Lip Liner in Pillow Talk richtig gerne. Deswegen mache ich den jetzt drauf, weil ich habe das Gefühl, super viele Sachen, die ich euch zeigen will. Das ist so ein sehr natürlicher Rosenholzton. Einfach so ein bisschen rosiger als meine eigentlichen Lippen. Deswegen mag ich den sehr gerne, weil der auch sehr natürlich ist. Was ich mir in New York mitgenommen habe, ist dieser Clinique Black Honey. Da habe ich einfach schon so einen Dip reingemacht. Upsi. Lippenstift oder Lippenpflegestift, weil der ist sehr, der sieht zwar sehr dunkel aus, aber ihr seht gleich. Der ist einfach nur so eine, es ist eine softe, aber irgendwie auch dunkle Farbe. Und ich mag den mega gerne. Vor allem kann man, ich habe da jetzt ja schon, bin mehrmals über alle Stellen drüber gegangen. Dadurch ist er jetzt schon relativ dunkel. Wenn man aber nur einmal drüber geht, dann ist es weniger dunkel. So kann man ihn ganz gut aufbauen. Den mag ich sehr. Jetzt wieder ab, damit ich euch mehr zeigen kann. Die Summer Fridays. Ich verlinke euch übrigens alle Produkte auch unten, zumindest alle, die ich finden kann. Diese Summer Fridays Lip Butter Balms. Bester Lipgloss überhaupt, weil er überhaupt nicht klebrig ist, sondern richtig glossy einfach. Und schon in verschiedenen Farben, aber der ist nicht so
extrem farbig, sondern hat einfach so einen leichten Ton. Seht ihr, wie glossy der ist? Ich finde den so schön. Ich habe den auch noch in Rosa. Und das Rosa finde ich auch sehr, sehr schön. Aber ich mag auch dieses leichte Braun richtig gerne, weil es so muted voll schön ist. Und dann zu guter Letzt habe ich so viele Fragen bekommen, als ich den getragen habe. Und zwar ist es ein Fenty Beauty Lip, wie nennt man das? Lip Tint. Also eine Farbe, die halt wirklich lange hält. Ich war damit auch letztens mit Lilly brunchen. Und nach dem Brunch hatte ich den immer noch drauf. Also der hält wirklich richtig gut. Und das ist so eine beerige Farbe. Ich glaube, der heißt auch irgendwie Berry Banger 04. Und wenn man den so sieht, ist der extrem dunkel und extrem wie so eine eigentlich ist es wie so eine Brombeerfarbe. Mega schön. Ich mache jetzt mal kurz den Lipgloss ab. Der ist eben ein Lipgloss, den man drauf lässt, damit er so einzieht und die Lippenfarbe langfristig so tintet. Also der bleibt dann nicht so glossy, sondern der wird wie so ein bisschen trocken. Und dann kann man aber einfach Lipgloss drüber machen und die Farbe bleibt trotzdem. Und ich zeige euch das jetzt mal. Man kann den einmal so komplett auf die Lippen machen. Ich finde die Farbe dann fast für mich ein bisschen zu dunkel und zu stark. Deswegen zeige ich euch jetzt mal, wenn ich es ein bisschen zarter drauf mache. So finde ich, ist die Farbe ultra schön. Aber halt abgeschwächter, als wenn man es komplett drauf macht. Und dann lasse ich das jetzt wie so ein bisschen einziehen. Was ich ganz vergessen habe, mein Setting Spray. Das soll dafür sorgen, dass das Make-up einfach länger hält. Und das ist dann mein herbstliches Make-up. Wenn ich es schaffe, die nächsten Tage versuche ich euch das nochmal zu zeigen mit diesem dunkelroten Blush Bronzer. Auf jeden Fall, that's it. Das mache ich gerne. Ich finde es so krass, dass ich Make-up so krass wieder für mich entdeckt habe. Ich war damit ja mal super obsessed, so als ich 14, 15 war. Und dann ist es irgendwie wieder abgeflaut und ich habe mich eigentlich fast gar nicht geschminkt. Und jetzt mache ich es wieder richtig gerne, was mir voll Spaß macht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Thank you.